Es kann weitergehen. Was ist denn das hier? Ein Eichhörnchen. Oh, ein Nabelschwein. So, wir sind gleich da. Oder bin ich jetzt vorbeigelaufen? Nein. Hier ist das Feuerreishorn-Areal. Und ein Stückchen noch. Du siehst aus wie eine, die auf dem Nahkampfplatz antreten würde. Nahkampfplatz. Das muss Steinfall sein. Ui. Gutalo sollte hier auf mich warten, aber vielleicht sehe ich mich erstmal um. Eine Eule. Ja, wir müssen uns mal umsehen. Steinfall. Wie das gebaut ist. Ich glaube, ich gehe später noch rüber ins Jagdgebiet. Kommst du mit? Klar. Hier haben wir wieder unbekannte NPCs. Schauen wir einmal kurz durch. Ich muss sowieso zur Werkbank. Maschinenstreit. Möge deine Klinge strahlen. Lasst uns das Ganze hey, doch interessanter Fremde. Gestalten. Möchtest du ich haben? schau mal gleich zur Jägerin. Das Wichtigste. Balkstoß. Stachelwerfer. Okay. Ein blauer Stachelwerfer. Ich habe einen besseren durch eine Quest bekommen. Muss ich schon sagen. Ich habe diesen hier bekommen. Ihr wisst es eh. Den Drehdorn Stachelwerfer. Erst alle Streifen hat. Der Verlierer putzt die Latrinen. Eine Werkbank. Kaninchenhaut, ich hab's doch gewusst. Aber da fehlt mir eh noch was anderes. Der wäre wichtig, der Proviantbeutel. Der Fallenbeutel. Krötenechsenhaut, weil wir es gerade so haben, verbessern wir den auch. Und weiter geht's. Schauen wir uns das Dorf an. Lass dir diese Chance zum Handeln nicht entgehen. Hier gibt's was zum Essen. Lecker. Ich habe eh schon Hunger. Da sind die guten Sachen. Schneevogel mit Kruste. Schwere Waffe. Verursache mit schweren Waffen mehr Schaden. Brauchen wir vielleicht dann in den Rebellenlagern. Hier genauso. Konzentration. Erhöhe dein Konzentrationslimit und verlängere die Verwendung. Süßer Fischmix. Da fehlt mir überall. Das könnte ich mir kaufen. Heilende Beeren bewirken mehr und schnellere Heilung. Kaufen wir einfach ein. Ich kann nur ein einziges kaufen. Sowas. Besser wie nichts. Ist das etwa die Streiterin aus dem Osten? Dann muss ich dir etwas sagen. Ein Gerücht. Gut. Ich habe dich neulich auf dem Platz trainieren sehen. Alle in den Clanlanden wissen, was du für mein Volk Meine getan hast, Klinge muss Ostländerin. Schneller werden. Ich helfe gerne, wenn Na? Ich kann. Ich halte Augen und Ohren für dich offen. Hier passiert nichts, ohne dass ich davon erfahre. Ah, da fällt mir ein. In einem verlassenen Dorf im Südwesten hat sich ein Langhals eingenistet. Aber in der Gegend soll es auch andere, weniger freundliche Maschinen geben. Wenn ich du wäre, würde ich da nicht hingehen. Danke für die Information. Meine Klinge muss schneller werden. Na? Aber wenn ich den Langhals überbrücken kann, kann ich viel über die Umgebung erfahren.
Top. Jetzt haben wir, so wie ich es vermutet habe, es ist ein Gerücht. Ich habe gesagt, dieser Langhals hier, den habe ich noch nicht freigeschalten, weil ich keine Quest hatte. Da sitzt der Wächter. Ah, das ist schon der nächste Langhals. Interessant. Dann könnte ich mehr über diese Umgebung hier erfahren. Und meistens erzählt es irgendwie, also ein Gerücht. Habe ich hier noch einen unbekannten NPC? Nein? Dann gehen wir direkt zu Kotalo. Dein Feind ist mein Feind. Steinfall, mein Fall. Hier ist ein Datenpunkt. Diese Schrift ist von den Kaja. Schauen wir sie uns an. Sauber geschriebene Kaja-Glyphen in Faschafs unverkennbarer Schrift. Offensichtlich Teil eines Tagebuchs. Ja, das ist wirklich. Ich dachte, die Himmelstenakt seien Nomaden wie die Banuk. Aber tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Die Banuk kennen wir noch. Sie stammt von Marsch. Da ist Kotalo. Was beobachtet er da? Der Verlierer putzt die Latrine. Bin dabei. Ich möchte auch gerne wissen, was er hier beobachtet. Fragen wir ihn einfach. Das Tal wimmelt von Regalas Rebellen. Späher aus dem Dorf melden, dass sie schon seit Tagen Maschinen hier durchbringen. Manche reiten sie. Andere treiben sie voran. Einige zerlegen sie sogar. Und holen sich ihre Kanonen. Es wird keine leichte Reise. Wir sollten aufbrechen. Ich habe Befehl, dich zum Bollwerk zu führen, damit du mit Dekote sprichst. Als ob das irgendetwas nützt. Nicht so schnell. Ich brauche etwas mehr als das. Was ist das hier? Steinfall wurde als Außenposten erbaut, als die Clans noch im Krieg lagen. Von hier wird der Eingang zum Tal bewacht und beobachtet, was dort unten geschieht. Vorerst heißt das, Regalas Truppen im Auge zu behalten. Hätten wir nur genug Soldaten, um nicht nur zu beobachten. Als ob das irgendwas nützt? Was soll das heißen? Das Bollwerk steht seit der Geburt unseres Clans felsenfest. Hinter ihm wähnt sich Dekote unverwundbar. Wenn er weiter Hekaros Befehlen trotzt, werden eine Fremde und ein verstümmelter Marschall ihn nicht umstimmen. Dein Häuptling sieht das offenbar anders. Nur aus diesem Grund stehe ich noch hier und rede mit dir. Woher weißt du, dass Tekote nicht auf uns hört? Eine Schlange in ihrem Bau hört nichts als ihr eigenes Rasseln. Komm schon, mehr hast du nicht für mich? Hekaro nach kamst du vom Himmelsklan, bevor du Marschall warst. Ich muss wissen, was du weißt. Dekote ist nachtragend, kleinlich und intrigant. Besäße er Mumm, hätte er Hekaro längst angegriffen. Stattdessen lächelt er hinter dem Bollwerk nach dem Häuptlingsamt, wartet und hofft, dass seine Feinde sich schwächen. Weißt du jetzt genug? Vorerst? Warum treiben Regalas Truppen wohl Maschinen durch das Tal? Es gibt ähnliche Meldungen aus anderen Clangebieten. Die Rebellen sammeln Maschinen aus der Wildnis. Doch ihre Kontrolle über sie scheint nicht von Dauer zu sein. Darum treiben sie sie in Lager. Dort geschieht irgendetwas, das ihnen dauerhafte Kontrolle verleiht. Eine Zwei-Phasen-Überbrückung. Davon weiß ich nichts.
Es kommt noch schlimmer. Gerüchten zufolge suchen die Rebellen nach größeren Maschinen. Ich weiß nicht welche. Hoffentlich können sie die nicht überbrücken. Regales Maschinen haben wir, Steinfall auch. Ich muss noch heilen. Also das muss noch heilen. Genau, du warst da bei wollen der wir mehr wissen. War ich. Tut mir leid, wegen der anderen Marschelle. Ja. Ihr Tod bleibt nicht ungesühnt. Das muss noch heilen. Das heilt nicht mehr. Trotzdem kann ich Schädel spalten, die es verdient haben. Gut, dass du auf meiner Seite bist. Der war gut. Der war gut. Das Bollwerk. Und dann gehen wir, denke ich. Was macht das Bollwerk so uneinnehmbar? Es besteht aus Felsblöcken, die jedem Frontalangriff standhalten. Keine Armee oder Maschine ist je hineingelangt. Nur ich allein kann dich dort hineinbringen. Wenn wir fertig sind mit Reden. Interessant. Okay. Ja, ich bin fertig. Gehen wir. Und? Wie ist der Plan? Das Bollwerk liegt südwestlich. Auf dem Weg werden wir zweifellos auf Regalas Truppen stoßen. Wir müssen uns den Weg freikämpfen oder uns heimlich vorbeischleichen. Keins davon wird einfach. Ist es nie. Bringen wir es hinter uns. Diesmal war der Weg. Ich habe zwar eine Stunde circa in dieses Dorf gebraucht. Aber der Weg war diesmal nicht sehr interessant. Also kaum was zum Farmen. Keine Rebellen. Eigentlich nur nette. Wie willst du Tekoti überreden, seine Kämpfer zu schicken? Ich gar nicht. Oh, bitte. Die Nagt respektieren die Klinge und die Kraft des Kriegers, der sie führt. Was nützt jemand, dem das fehlt? Zum Glück sind wir beide gute Kämpfer. Hoffentlich müssen wir es nicht beweisen. Das ich glaube schon. Das ganze Tal ist also Gebiet des Himmelsklans? Ich werde gleich vorbereiten. Ja. Clan hat es über Generationen. Wenn wir gegen Menschen kämpfen, dann stelle ich auf jeden Fall um. Außer wir kämpfen gegen Maschinen. Aber dann kann ich nur umstellen. Gegen wen? Die anderen Tenakt-Clans. Sogar die Kaja verlangen. Wenn du Geschichtsunterricht willst, sprich mit den Kaplanen. Haha. Als du den Hain verließt, woher wusstest du, dass ich Hikaru helfen würde? Sie weiden eine Maschine aus. Töte sie. Oder schleiß dich vorbei. Ich folge dir. Also ich soll sie töten und ja, sehr nett, ja. Hier ist ein Soldat, ein Streiter. Okay, ich schleich mich mal an. Na, hängst du fest? Jetzt. Achtung, die anderen kommen gleich. Ist nur mal ein über. Zeig dich endlich! Okay, ich komme raus. Ich kämpfe mit Ehre, wie ein Samurai. Ja.
Hier ist was, ein Moment, ein Datenpunkt. Luftangriff, Anforderung. Daten beschädigt. Kolonne Richtung Südwesten. Daten beschädigt. Überlebende der Reno-Linie. Daten beschädigt. Horus verfolgt. Daten beschädigt. Sofortigen Luftangriff an den Koordinaten. Daten beschädigt. Bitte um Antwort. Daten beschädigt. Genau über uns. Daten beschädigt. Sehr beschädigt. Dieser Datenpunkt. Ich komme schon. Keine Sorge. Schickst mich jetzt sowieso wieder vor. Maschinenteile, vielleicht für mehr Überbrückungen. Und der Kote will nichts unternehmen? Warum sollte er, wenn er das Bollwerk hat? Ich wuchs hinter der Mauer auf. Doch er war schneller ein falsches Gefühl als Sicherheit. Hier sehe ich schon rot. Oder? Ja, ich sage ja. Hier. Geh voraus, ja. Ich überlege nur, wo ich mich anschleiche. Hier. Im hohen Gras. Halt, Fremde! Schnappt euch den Eindringling! Bringen wir ihnen Respekt bei! Mut! Aufgegeben? Mut, komm schon! Jetzt zeigen wir ihnen. Das wird schon nicht verändern! Wir müssen mal durch die Tür. Hoppala. Was ist jetzt passiert? Nochmal. Ich bringe Ende. Jetzt ist es weg. Traut euch. Ja. Gehen wir. Nein, das nehmen wir mit. Wo ist denn jetzt mein Loot? Ich habe da blauen Loot gehabt da. Das gebe ich später einem Koch. Das war's. Hier ist noch eine Leiche. Das ist, wenn man sich nicht anschleicht, dann muss man halt kämpfen. Wie ein Samurai. Mit Ehre. In Steinfall hast du gesagt, dass die Rebellen seit Tagen hier durchziehen. Bis Tikuti bemerkt, dass er unterlegen ist, könnte das Tal schon überrannt sein. Nicht auch ich sehe aber kaum Rebellen, also die Bar. Sein Stolz zerfällt. Wieder ein Lagerfeuer. Wir sind hier ganz im Norden. Na, vielleicht können wir ihn umstimmen.
kann ich eigentlich auch reiten. Und das bringt mir nichts, weil er. Sag, wenn du soweit bist, dann kündige ich uns an. Ja, ich bin soweit. Was. Ist hier noch irgendetwas? Kannst du ankündigen? Nicht Ein Marschall ersucht um Audienz beim Clan-Kommandanten. Ich dachte, alle Marschälle wären tot. Wir bewachen den Weg zum Berg. Wo die Flügel der Zehn uns finden werden. Okay, Marschall. Ich rufe den Lift für euch. Wunderschön, muss ich schon sagen. Mit dem Aufzug, wunderschön. Ich übernehme das Reden bei Tecote. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Also dein Heim. Vor langer Zeit. Komm schon. Konzentration. Weiter so. Cool. Schaut echt schön aus. Das Dorf. Das Bollwerk. Hier gibt es auch eine Werkbank. Kräuterkenner. Ein Nahkampfplatz. Einige unbekannte NPCs. Das schaue ich mir dann später alles an. Wir müssen mit der Hauptquest voranschreiten. Eloy. Wir brauchen unbedingt die nächste Unterfunktion, egal welche. Der letzte Marschall. Hier rein. Ist das nicht die, die Groda besiegt hat? Ah, ein Näher. Darf ich mit dir handeln? Ich möchte nur schauen, was du hast. Nur blau? Interessant. Und dann auch noch so, also nicht für den Winter geeignet. Hätte ich mir nicht gedacht, ja. Aber ja, so ist es. Kann man alles vergessen. Da war ich schon im richtigen Dorf. Ich weiß auch schon, so wo ich meine. Nette Begrüßung. Eine Fremde und ein verstümmelter Marschall. Ein Spektakel. Erinnert mich an meine Heimat. Kriegerrüstung. Ich weiß nicht, was schlimmer war. Wenn sie mich mieden oder wenn sie mich anstarten. Ich würde ersteres vorziehen. Du hast nicht ausgesprochen. Ui, jetzt sind wir schon da. Möge deine Klinge strahlen. Stärke sei mit dir. Wir wollen zu Tecote. Lasst uns rein. Der Sohn des Himmelsklans kehrt zurück. Preiset die Zehn. Dein Häuptling befahl die sofortige Entsendung von Kämpfern für die Kulrut. Wir wollen sicherstellen, dass deine nicht unterwegs verloren gingen. Verstehe. Regala hat dem Häuptling schwer zugesetzt, wenn er euch beide als Boten schickt. Sie besiegte Regalas Champion Groda bei der Gesandtschaft.
Sie kämpfte ehrenvoll. Ich war so klug, meine Soldaten von dort fernzuhalten. Und auch jetzt bin ich so klug, meine Kämpfer hier zu behalten. Wenn sie kämpfen, dann hier. Zum Schutz der Mauer und des Clans. Diese Mauer wird dich nicht schützen. Nicht vor den Maschinen, die Regala kontrolliert. Sie stehen schon vor deinen Toren. Was weißt du denn von den Schlachten, denen das Bollwerk getrotzt hat? Dem vergossenen Blut. Ich weiß, dass es kein Schild für einen Feigling sein sollte. Du warst einst ein großer Krieger. Doch das ist vorbei. Richte Hekaro aus. Mit allem Respekt. Wir behalten unsere Kämpfer hier, solange wir hinter dem Bollwerk sicher sind. Ich hab's gesagt. Worte sind bei ihm nutzlos. Wir müssen ihn wohl töten. Nicht einfach bei den ganzen Männern. Hörst du überhaupt zu? Solange wir hinter dem Bollwerk sicher sind, meinte er. Warte hier. Ich muss mir diese Mauer näher ansehen. Was? Warum? Ich weiß schon, was Ela vorhat. Ich glaube, sie will Maschinen hierher locken. Hm? Solange wir hier sicher sind. Ihr seid nicht mehr lange sicher. Ela ist hier. So, geh zum unteren Bereich des Bollwerks. Dann gehen wir dort mal hin. Also Besonderes gibt es jetzt nicht. Sie ist vielleicht nicht so stark, wie Tecote glauben mag. Ich muss runter zum Fuß der Mauer und sie mir ansehen. Schauen wir uns die Mauer an. Neuer Nahkampfplatz entdeckt. Kann ich hier aufspringen? Ich habe einen Loot gesehen. So, jetzt bin ich wieder happy. Die Nahkampfplätze habe ich eigentlich alle brav gemacht. Das heißt, das ist dann der nächste. Ich muss hier runter. Am besten wahrscheinlich hier durch, oder? War's das schon, Fremde? Oh, wart's nur ab. Ich könnte auch mit Schild füllen. Ich muss etwas weiter von der Mauer weg, damit ich sie richtig scannen kann. Okay. Ich dachte, du hast was anderes vor. Na, schauen wir mal. Okay, scannen wir die Mauer. Es roch auch schon nach Schnee. Dachte ich's mir doch. Etwas aus Metall steckt darin. Die Felsen stören meinen Scan. Ich muss näher ran. Aber wie? Ich könnte vielleicht da links die Mauer hinaufklettern. Bei dem Wasserfall. Bei dem Wasserfall. Da können wir nicht, also müssen wir rundherum. Ich könnte meinen Fokus einsetzen. Machen wir. Hier durch. Wo kommt dieses Wasser her? Da fließt Wasser.
Wasser in die Mauer. Dann vielleicht bevor du aufstemmst, noch die Kiste. Ich müsste die Steine rausstemmen können. Ja. Okay, es bricht eh nicht ein. Noch nicht. Scanne den Panzer nochmal. Ein Energiekern. Wenn ich den hochjage, bloß wie? Ah. Ja, hier gibt's nichts mehr zu tun. Ich sollte zu Kutalo. Sie will ihn hochjagen, den Panzer. Ein Kampffahrzeug. Von früher noch. In die Luft jagen. Kabum. Na, da wird's krachen. So, jetzt müssen wir wieder zurück. Oder? Doch. Es geht. Nur hochspringen. Und schon. Halten. So. Da müssen wir hin. Hier bin ich. Die Wachen sagen, du kriegst an der Mauer rum wie eine Ratte. Was im Namen der Zehn hast du vor? Tecuti sagte, er entsendet keine Kämpfer, solange sie hinter dem Bollwerk sicher sind. Richtig? Ich hab's nicht vergessen. Also, reißen wir es ein. Ui, so schön. Hast du dir den Kopf angeschlagen? Ich mein's ernst. Etwas aus der alten Welt steckt da drin fest und es hat eine Energiezelle. Wenn ich die sprenge, könnte ich die erste Schicht Fels und Metall durchdringen. Selbst wenn es stimmt, was du sagst, wäre dazu eine Kanone nötig. Du hast recht. Und du sagtest, die Rebellen holen sie sich von den Maschinen im Tal. Komm mit. Nein, ich mache nicht mehr mit bei diesem Irrsinn. Hikaru hat dir befohlen, mir zu helfen. Willst du ihm trotzen wie dieser arrogante Dreckskerl? Elo ist gut. Das war ein gemeiner Vergleich. Die Rebellen lagern vielleicht nordöstlich von hier. Wir müssen jetzt eine Kanone finden. Schauen wir mal. Es ist nicht sehr weit weg. Und was dann? Wir beide gegen alle von denen? Wir reiten so da ungefähr, schnell hin. Ja. Tja, dir fehlt es an Vernunft. Fehlt dir nicht. Nein, fehlt es mir nicht. Also, vorhin mit Tecuti. Also ich kann nicht aufsteigen. Zwischen euch scheint es ja böses Blut zu geben. Komm her da. Wenn wir deinen... Nein, dann müssen wir gehen, leider. Ich nehme dich beim Wort. Ja. Wir nähern uns dem Ort, an dem wir zuvor die Rebellen sahen. Tja, jetzt haben die Rebellen wohl jede Menge Feuerkraft. Was sind denn das für Menschen? Wolltest eine Kanone. Das Ding hat welche. Aber
das wird nicht leicht zu erlegen sein. Vor allem nicht so. Ich erledige den Großen. Übernimm du die anderen. Ich übernehme den Großen. Okay, klar. So, einen Moment. So geht's nicht. Da brauche ich einen anderen Mut. Warte, ich scanne mal. Ist noch kurz im Weg. Was, womit ich das Ding erledigen kann. Mein Fokus kann helfen. Frost. Was ist das? Ja, wir farmen jetzt nichts. Wir schauen, dass wir das Ding einfach nur erledigen und das war's. Okay, Frost. Habe ich nichts anderes? Keine Bomben? Ätzende Löschwasser? Klebebomben, ja. Die bringen mir auch nicht viel. Ich hätte einen Stolperdraht. Naja, Abrisspfeile bringen wir da auch nichts. Nehmen wir mal Frost. Aber legen wir gleich mehrere ein. Dreimal, genau. Wir brauchen jetzt richtig starke Teile. Oder den Stachelwerfer. Das war knapp. Schnell hierher. Und da liegt eine Kanone. Die nehmen wir jetzt. Komm in die Kanone. Stachelwerfer. Genau. Der macht den meisten Schaden. So. Geschafft. Nehmen. Bis 28 erreicht.
du verfügst über ungenutzte Waffen-Outfits. Ja, das wissen wir alles. Was sollen wir jetzt machen? Erledige den Bebenzahn und die Rebellen. Na los! Das! Blute, Fremde! So, jetzt können wir den Stachel weg. Zwei Hände. Zurück in den Kampf, hey! Nein! Ja, der ist ja schon tot, bevor ich ihn energetisieren kann. Der nächste. Du schaust nur zu. Sind wir schon fertig? Besser. Irgendwo muss ja noch jemand sein. Ein Löschwasserkanister. Das wirst du noch hören. Ja, ich finde, der Elefant bzw. die Maschine ging recht schnell. Hier ist noch eine tote Soldatin. Kühlsaft. Ja, wo sind denn noch Rebellen? Ich sehe keine mehr. Die haben sich irgendwo versteckt. Dahinter. Ich war auch schon oben. Ah, da ist noch eine einzige. Die müssen wir noch töten. Aber auch. Das sind nicht. Ja, normal. Sehe ich zwar nicht. Aber ich glaube, das trifft dich schon. Ich komme. Du kämpfst gegen einen Tenat. Sie zieht sich zurück! Wow. Habe ich dich. Alle erledigt. Die letzte. Und jetzt? Zur Kanone. Genau. Plündere den Bebenzahn. Ich dachte, das hätte ich schon. Wie zeigt es mir das an? Hier. Gehen wir zurück. Nimmt jetzt die Dreiecktaste nicht jetzt. Na komm schon. Stand ja noch gerade die Dreiecktaste hier. Jetzt ist es wieder verpackt. Oder wir gehen hoch. Yeah.
Wird kein Spaß, das Ding bis zum Bollwerk zurückzuschleppen. Hier. Mein Arm ist zwar weg, aber mein Rücken ist noch da. Wenigstens hilft er jetzt einmal brav. Mach dir. Danke. Hey, jetzt haben wir ja alles du hast gut gekämpft. Hätte nicht gedacht, dass wir es schaffen. Ist nur ein Brüllrücken. Ich komme gleich. Das war tatsächlich gut. Das nehmen wir schon noch ein. Glaubst du wirklich dieses? Also das haben wir eben. Kann uns helfen. Zeigt mir den an, Frachtbeutel. Aber nichts zum Looten, interessant. Also ich dürfte brav gelootet haben. Da vorne liegt noch etwas Loot. Ja, das nehmen wir schon noch mit. Warte nur kurz, bin gleich da. So, wir können gehen. Ich produziere gleich nach. Frost habe ich alles benötigt. Jetzt arbeite ich wieder mit dem Jägerbogen mehr als mit dem Kurzbogen. Obwohl 60, 34. Ja. Ist einfach schneller, der Kriegerbogen, aber ja, ich weiß nicht. Einmal so, einmal so. Die brauche ich. Ich weiß zwar noch nicht was. Du wartest hier? Das ist sowas. Und ich darf weitergehen. Na, dann reite ich. Bis ich schneller bin. Machen wir das nämlich noch und dann beenden wir die Folge. Wo bist du? Da bist du. Schnell, im Galopp. Hierher.
Soll ich? War ich schneller wie du? Na klar. Bitte sehr. Aber du brauchst nicht nur eine Kanone. Du brauchst ein Wunder. Komm sofort. Wir schauen uns an. Okay. Ich muss ein paar der Steine wegsprengen, um die Energiezelle freizulegen. Okay. Was ist hier? Es klappt! Jetzt. Das wird nicht funktionieren. Na, was für ein Anblick. Zwei Kinder spielen Belager. Hoffentlich tun sie dem Bollwerk nicht weh. Kommt schon, macht euch nicht noch mehr zum Narren. Und lasst den armen Berg in Ruhe. Das ist deine letzte Chance, Dekote. Noch kannst du Hikaru Folge leisten. Das ist deine letzte Chance. Du verwechselst das. Verschwinde von hier, Wilde, sofort! Und nimm diesen Krüppel mit! Oh. Jetzt zeigen wir es ihnen. Ein schönes Dorf, muss ich sagen. Was hast du getan? Keine Mauer zum Verstecken mehr da, Tekote. Jetzt musst du zu Hikaru. Niemals! Niemals! Wir bauen sie wieder auf! Und zwar sofort! Ihr seid nicht sicher! Das Bollwerk hielt nicht mal gegen eine einzelne Kanone! Geschweige denn gegen eine Armee aus Maschinen! Nur gemeinsam mit eurem Häuptling werdet ihr vor Regala in Sicherheit sein! Du sagtest, keine Kämpfer würden geschickt, solange der Clan sicher sei! Hinter dem Bollwerk. Also entsende sie jetzt. Oder ist dein Wort gar nichts wert? Schickt sie. Ich kann dich nicht hören. Schickt die Kämpfer! Ich freue mich auf die Farben des Himmelsclans in der Arena. Gut gemacht, Marschall. Was wird jetzt aus diesem Ort? Sie werden ohne Mauer leben müssen. Doch das ist besser, als fern vom Stamm zu leben, als Schachfiguren für Tekotes Pläne. Aber wenn du nach ihnen sehen willst, sprich mit Gera, der Kaplanin des Clans. Falls dort jemand Hilfe braucht, weiß sie es. Ja, das mache ich vielleicht. Dann gehe ich jetzt. Erstatte Bericht bei Hikaru. Wir sehen uns zur Kulrut. Gut. Das Bollwerk. Dort brauchen wir vielleicht auch ein Wunder. Waren aber schöne Mauern. Schade drum. Hauptquest abgeschlossen. Der zerbrochene Himmel. Diese Kaplanen suchen. Gera. Am besten hole ich mir neue Vorräte, bevor ich aufbreche. Freigeschaltet. Tenakt Eroberin. Die neue Hauptquest. Die Kulrut. Das Dorf steht ja noch. Es hat nur einfach keine Mauern mehr. Und die Mauern waren eigentlich so schön. Hier gibt es auch noch unbekannte NPCs. Die werde ich mir auch noch näher anschauen. Eine Nebenquest. Schauen wir mal, die Hauptquest ist jetzt Stufe 18 und ich bin schon 10 Leveln drüber. Das heißt, ich werde mich jetzt wirklich mehr um die Hauptquest kümmern. Ich bin schon froh, dass wir diese jetzt
vorerst mal abgeschlossen haben. Leider noch keine Unterfunktion für Gaia, aber demnächst eventuell. War eine schöne Folge, muss ich sagen. Hat echt Spaß gemacht. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Schönen Start in die neue Woche sozusagen. Viel Spaß, alles Liebe. Tschüss.